Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Und ja, wir spielen wieder auf Schlimm 7. Ja, Brandausbreitungsstufe, also auf der schlimmsten Stufe. Und ja, diese Folge wird quasi direkt im Anschluss von der letzten Folge aufgenommen. Deswegen steht oben rechts noch ein Einsatz, der eigentlich schon abgearbeitet ist. Es geht nur noch darum, dass der Bestatter quasi die verstorbene Person von der letzten Folge noch wegbringt. Wir hatten da einen für mich neuen Einsatz. Wir hatten einen LKW, der ja, in einen Tümpel gefahren ist. Und leider ist die Person verstorben gewesen, bis ich mit dem Kran das Fahrzeug rausgehoben hatte, obwohl wir eigentlich recht schnell waren. Der Kran hat nur leider ein bisschen viele Umwege genommen. Ich glaube, das ist einer dieser Einsätze, wo man nicht wirklich helfen kann. Auch der Unfallhergang war so ein bisschen fragwürdig. Ich könnte mir vorstellen, dass der Fahrer vielleicht einen Herzinfarkt hatte während der Fahrt und dadurch dann halt in den Tümpel reingefahren ist, weil er hat eine weite Strecke zurückgelegt bis in den Tümpel rein und deswegen vielleicht dann auch verstorben ist oder halt einfach im Wasser ertrunken ist. Man weiß es nicht so genau, aber ich glaube, das ist so ein Einsatz, wo man halt nicht wirklich die Person retten kann. Aber gut. So, erster Einsatz haben wir reinbekommen in dieser Folge. Ein Rettungsdiensteinsatz, ein gebrochenes Beinchen. Die Person auf dem Boden hält sich auch schön das Beinchen, den Oberschenkel. Da müssen wir gleich mal gucken, ob es wirklich so ist oder nicht. Und ja, Einsatzstufe sind wir auf der 1. Ich würde sagen, wir gehen gerade mal auf die 2, weil das hier ist der große eine Einsatz. TH1 VU-LKW, der noch abgeschlossen werden muss. Hier haben wir gerade ein Fahrzeug am Brennen. Wir haben aber, so wie es aussieht, keine Person im Fahrzeug. Deswegen schicke ich gerade einfach mal ein LF raus. Einfach mal ein LF rausschicken, warum nicht? Gut, Rettungswagen steht schon hier vor Ort beim gebrochenen Bein. Er war auch verdammt schnell da. Wo sind wir denn hier? Achso, wir sind ziemlich nah an der Rettungswache 4. Okay. Ja, dann kein Wunder, dass der schon da ist. Ich würde, glaube ich, Blaulicht und so weiter mal anlassen. Aus dem Grund, man kommt hier um die Kurve gefahren, sieht den Rettungswagen recht spät und das Blaulicht fällt einem doch recht gut ins Auge. Heckwanne ist zwar auch an, aber sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht, dass durch irgendwie Unachtsamkeit hier noch ein Unfall passiert oder weil das Fahrzeug halt nicht richtig gesichert wurde von uns, da irgendwie es noch passiert. So, bei Amazon bestellen, hier abholen. Ja, haben wir auch bei uns, so Dinger. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, dass ich diese Teile gar nicht so verkehrt finde. Und mittlerweile sind die auch in jedem Ort irgendwie verteilt, von Amazon, von DHL. Ich finde die eigentlich wirklich gar nicht so verkehrt. Also ich musste auch schon mal ein Paket da abholen. Das hatte ich nicht ausgewählt gehabt. Eigentlich war ein Ablageort beim Haus hinterlegt. Aber gut, manchmal interessiert es die Fahrer halt nicht. Wobei, ich kann eigentlich... Ist das nur ein Fahr... Nein, ich wollte eigentlich die Sachen ausziehen. So. Und da hatte der das auch bei so einer Paketstation quasi hinterlegt, das Paket. Und ich fand das eigentlich richtig cool. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die ein oder andere ältere Person damit überfordert ist, weil natürlich auch wieder alles mit Touch ist und Bedienung und wenn du da keine Ahnung von hast, also mein Vater wird da, glaube ich, davor stehen, wird nach ein paar Minuten verzweifelt wieder davonfahren und wird das Paket einfach drinnen lassen. Mein Vater ist halt so, was Technik betrifft oder ja, moderneres Zeug, komplett aufgeschmissen. Wenn es dann nur darum geht, sich auf irgendeiner Seite zu registrieren, anzumelden, ist er komplett überfordert mit, muss ich alles für ihn machen. Und managen und Passwörter managen und was weiß ich. Alles mein Job. Er persönlich traut sich da überhaupt nicht dran und ist halt manchmal dann auch richtig doof. Aber gut, was willst du machen? Ich sage zwar immer wieder, du musst doch mal selber dich da durchklicken und mal rumprobieren. Du kannst doch nichts Falsches machen. Letzten Endes kann man alles wieder rückgängig machen, was du machst. Im Notfall. Wo aber nichts passieren kann. Aber er traut sich halt wirklich nicht dran. Er fragt halt bei jeder Kleinigkeit mich. Alles, was irgendwie mit Handy, Fernseh, Internetseiten registrieren, Anmeldungen, das ist alles, was ich machen muss. Ist zwar für mich manchmal nervig, weil es manchmal wirklich dummes Zeug ist. Zum Beispiel einfach letztens ARD-Mediathek anmelden. Registrieren, anmelden, damit er da kostenlos Sendungen gucken kann, die schon im Fernsehen gelaufen sind. Ist ja nichts dabei. Ist einfach E-Mail-Adresse angeben, Passwort erfinden, ja, eingeben, sich das notieren bestenfalls und Thema erledigt. Ist aber schon zu viel führen. Eine E-Mail schreiben ist schon zu viel führen. Der würde bei so einem Ding halt wirklich davor stehen und würde mich verzweifelt wahrscheinlich anrufen und sagen, kannst du vorbeikommen, ich stehe da und da, kannst du mal das Paket für mich holen. Wahrscheinlich würde er schon vorher sagen, ich weiß nicht, wie das geht, hol du mal bitte für mich das Paket. Da habe ich halt auch immer ein bisschen gut mit zu tun, aber naja. Eltern halt. Ja, ist bei Katrins Vater nicht viel anders. Ich meine, Katrins Vater, der kommt noch mit dem Computer einigermaßen klar, weil der halt auch im Büro arbeitet. Wäre schlimm, wenn der jetzt sich irgendwie da nicht wo anmelden könnte oder eine E-Mail-Adresse einfügen könnte. Wäre wirklich schlimm. Das kriegt er noch hin. Ja, das ist schon mal gut.
Aber bei so Sachen kommt er vielleicht auch schon an seine Grenzen. Er wollte auch die ganze Zeit kein Smartphone haben und kein WhatsApp und so weiter und so fort. Hat er aber jetzt mittlerweile auch. Ist jetzt doch ganz froh, dass er es hat. Genauso wie mein Vater hat sich immer gesträubt gegen WhatsApp und Smartphones und bla bla bla. Da hatten wir irgendwann immer umgeredet gehabt, damit er mal ein Smartphone bekommt und WhatsApp, damit man ihn auch mal schnell und kostenlos schreiben kann. Was ja mittlerweile mit SMS auch geht, aber früher ging das halt noch nicht. Und ja, jetzt hat er es, jetzt ist er glücklich mit. Jetzt zeigt er immer jeden Bilder, die er geschickt bekommen hat und die ganze Zeit da irgendwie am Rumschreiben. Ha, Eltern, man muss halt immer nur von den neueren Sachen mal überzeugen. Ich meine, ich bin auch so, bei manchen neuen Sachen denke ich mir auch, das ist doch kompletter Blödsinn, braucht man irgendwie gar nicht. Aber es gibt auch Sachen, die sind halt wirklich praktisch im Leben. Wobei ich halt auch bei Handys immer sage, es sind ein Fluch und ein Segen. Diese dauernde Erreichbarkeit kann gut sein, ist aber oft auch ziemlich nervig. Weil halt jeder davon ausgeht, dass du innerhalb ein paar Minuten antwortest. Mittlerweile muss ich mir halt immer nur blöde Sprüche anhören, weil ich halt, wenn ich geschrieben bekomme, nur 1 bis 2 Mal am Tag antworte, weil ich ansonsten keine Lust habe, irgendwie am Handy zu sein. Ich bin mittlerweile so, dass ich froh bin, wenn mein Handy irgendwo in der Ecke liegt und ich nicht in Reichweite habe. Beziehungsweise ich habe es immer in Hörreichweite, dass wenn halt wirklich jemand anruft, und ich weiß, dass es was Wichtiges ist, dass ich springen kann, dass ich Bescheid weiß. Aber ansonsten, ich bin ja auch so jemand, ich habe für jede Person in WhatsApp einen anderen Klingelton. Ich weiß genau, wenn die Person schreibt, ist es wichtig. Wenn diese Person schreibt, kann ich ruhig warten und kann in ein paar Stunden antworten. Klingt zwar vielleicht ein bisschen fies, aber wenn ich halt wirklich auf mein Handy gucke, es sind jedes Mal ganz, ganz viele Nachrichten drauf. Ich gucke öfters mal auf mein Handy drauf, gucke, ob was Wichtiges ist oder nicht. Und ich habe halt immer unglaublich viele Nachrichten drauf und Benachrichtigungen. Und wenn du halt ständig ganz, ganz viele Benachrichtigungen bekommst oder Nachrichten oder dann musst du dir mal eine Auszeit vom Handy gönnen, weil sonst guckst du die ganze Tag nur auf dein Handy. Und ich habe mir das halt mittlerweile so angewöhnt. Ich habe mir es auch mittlerweile so angewöhnt, dass ich dann meistens morgens und abends einfach nur mal so eine Antwortrunde mache. Und dann lasse ich es mit dem Antworten erstmal wieder, bis halt dann wieder die nächste Antwortrunde ist. Weil man sich einfach dann mal so eine Auszeit vom Handy auch gönnen muss. Ich muss ja sowieso sagen, ich finde sowieso Handys mittlerweile bei der heutigen Generation finde ich die sowieso meistens mehr schlimm. Wenn ich so sehe, die laufen auf der Straße rum, gucken die ganze Zeit nur in ihr Handy rein, laufen dagegen Straßenschilder, alles schon erlebt. Wo ich mir dann auch denke, ja, okay. Ist es so wichtig gerade auf dem Handy, dass du deinen Kopf an ein Straßenschild hauen musst oder hätte die Nachricht auch warten können? Genauso Sprachnachrichten, finde ich auch mal lustig. Laufen die Leute immer durch die Gegend, machen während dem Laufen Sprachnachrichten, kriegen dann eine Antwort zurück, eine Sprachnachricht, stehen dann da und hören sie sich an und geben eine Sprachnachricht wieder zurück. Ich bin persönlich kein Fan vom Telefonieren, ich kann das schon nachvollziehen, aber wenn ich doch sowieso die ganze Zeit mir Sprachnachrichten hin und her schicke, dann kann ich doch einfach 5 Minuten telefonieren und hab die Sache erledigt. Hab ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Ich bin ja mittlerweile 30 Jahre. Ich werde in... Ach du Kacke, ich werde in in 1,5 Monaten ungefähr werde ich schon 31. Ach du Kacke. vielleicht bin ich für manches auch wirklich einfach zu alt. Ja... Ich meine, dieses dauerhafte Erreichbarsein habe ich auch schon hinter mir. Alle 2 Sekunden irgendwie jemanden geantwortet, geschrieben. Aber irgendwann merkt man, es wird einem zu viel. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr wird es einem zu viel, weil man die Prioritäten irgendwie anders setzt. Und ich weiß halt immer noch genau, wenn halt wirklich was Dringendes, Wichtiges wäre, dann würde ich angerufen werden. Und auf Anruf-Klingeltöne reagiere ich immer, da gucke ich immer aufs Handy. Ich gehe zwar auch nicht immer dran, aber ich weiß genau, die Person oder bei der Person ist nichts Dringendes, nichts Wichtiges. Die Person, ich habe nämlich einen ganz guten Kumpel, den kenne ich von früher, kann ich ja so mal erzählen. Den kenne ich von früher. Und der ruft halt gefühlt alle 2-3 Tage an. Ist ja auch okay. Und wenn der halt anruft, dann ruft er nicht nur einmal am Tag an, sondern 2-3 Mal. Ist auch okay. So ist halt die Person. Ist okay. Aber ich gehe halt da nicht jedes Mal dran, weil ich mir denke, wir haben doch so und so viel vor, oder wir haben vor einem Tag schon telefoniert gehabt, es kann nichts Schlimmes passiert sein, ich brauche das mit dem Telefonieren nicht, dann müsste ich jetzt meine ganzen anderen Sachen liegen lassen, könnte nicht aufnehmen oder kann gerade nicht kochen oder, weil ich
bin halt eine Person, ich mache ständig irgendwas. Also es ist selten, dass ich nichts mache. Jetzt im Urlaub, ich habe mal 2, 3 Tage wirklich nur auf dem Sofa gelegen und habe nur Fernsehen geguckt. muss ich sagen. Aber ansonsten bin ich immer irgendwas am Wuseln. Und wenn ich halt dann auch am Telefonieren bin, und ich hatte erst mit der Person telefoniert vor 1, 2 Tagen, gebrochenes Bein. Dann stört mich das halt so ein bisschen, weil ich dann die Sachen, die ich gerade machen wollte, liegen lassen muss. Weil ich bin ein Mann, ich kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Da ist halt vorbei. Wenn ich jetzt kochen muss und telefoniere, entweder höre ich dann nicht beim Gespräch zu, was ja auch doof wäre, oder ich koche falsch. Ich kann mehrere Sachen nicht gleichzeitig machen. Das ist beim Let's Playen, da habe ich mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Klar, man kann sich da zwar dann immer noch nicht so aufs Spielen konzentrieren, wenn man viel redet, aber es funktioniert einigermaßen, sagen wir es mal so. Aber wenn ich halt jetzt wirklich telefoniere, noch zuhöre und mir noch, was weiß ich, Gesprächsthemen überlege oder was weiß ich, und dann gleichzeitig noch irgendwas anderes machen soll, kriege ich nicht hin. Das heißt, während ich telefoniere, laufe ich wie ein gestörtes Zootier durch die Wohnung oder ich sitze halt irgendwo und mache nichts. Und dieses Nichts machen eigentlich, wenn ich was machen wollte, das stört mich dann. Das ist, keine Ahnung. Deswegen, ich bin auch kein großer Fan vom Telefonieren. Da habe ich ja auch schon öfters mal erzählt. Ich finde sowieso, Telefonieren ist so eine Technik eigentlich total cool, aber andererseits, wir leben im Jahr 2023 und das Telefonieren funktioniert heutzutage nicht mal richtig. Geschweige denn, man hat nicht mal überall Empfang. Man braucht nur mal durch Katrins Ortschaft durchfahren, hast du kein Handyempfang. Kannst du nicht telefonieren. Wenn du Glück hast, hast du Festnetz. Telefonieren ist auch sowas, ich hasse es. Gerade auch mit fremden Leuten. Gerade mit fremden Leuten, es ist nicht meins, ich mag es einfach nicht. Ja, weil du hast halt immer irgendwelche Störgeräusche drin. Oder du hörst dich doppelt. Oder es ist das, oder Unterbrechungen drin, oder keine Ahnung. Der eine ist zu leise, der andere ist zu laut beim Telefonieren. Ich hab's ja schon mal erzählt. Ich fand auch auf der Arbeit, ich hab das immer gehasst. Ich war zwar die Person, die nicht ans Telefon gehen musste, außer es war kein Chef da. Da musste ich die Kunden vertrösten, dass die dann zurückrufen oder was weiß ich. Aber das war halt wirklich so, der eine hat angerufen, der war extrem laut am Telefon, den hast du gut verstanden. Dann hat der nächste angerufen, da hast du gedacht, irgendeine Maus flüstert ins Telefon, den hast du nicht gehört. Da hast du dein Telefon lauter gestellt und hast den immer noch total leise gehört. Und der nächste, der hatte Unterbrechungen drin. Beim nächsten hast du dich doppelt gehört, weil er wahrscheinlich im Auto unterwegs war und Lautsprecher oder was weiß ich. Oh, ja moin, Felssturz, hi, schön, dass du da bist, lieber Felssturz. Gut, was müssen wir da nochmal alles rausschicken? Wir brauchen auf jeden Fall den Entstördienst, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall das. Wir brauchen auf jeden Fall Rettungswagen plus NEF. Wir brauchen auf jeden Fall einen HLF. Entstördienst schicken wir dahin. Da haben wir den Stromkasten. Rettungswagen würde ich jetzt einfach mal dorthin stellen. NEF dorthin. HLF parken wir gerade mal. Wo parken wir es denn? Hier wäre doch auch eine nette Parkposition, oder? Genau. Ach. Berufsfeuerwehr Wache 2. Wir sind ja direkt, stimmt, wir sind ja direkt an der Wache. Gut zu wissen. So, die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Sehr schön. Ich hab das halt immer gehasst auf der Arbeit. Und es ist nicht auf der Arbeit nur so gewesen, auch wenn man irgendwie mal so jemand anruft oder keine Ahnung. Ich musste vor einem halben Jahr öfters mal mit der Stadt telefonieren, mit dem Rathaus, sagen wir es mal so. Katastrophe. Also es ist so eine geile Aktion. Da ruft man vorher beim Rathaus an und fragt, ob man zum Gewerbeamt einfach so ohne Termin hinkommen kann und ob es okay ist, wenn ich jetzt hinkomme und so weiter und so fort. Und da sagt die am Telefon so, ja, Gewerbeamt können Sie einfach immer hinkommen, ist immer jemand da, gar kein Problem, kommen Sie sofort, dann wird Ihr Anliegen erledigt. Dann fährst du dahin, gehst zum Gewerbeamt rein. Und dann heißt ja, die Person, die das macht, ist im Urlaub und die andere Person will es nicht machen. Ich soll nochmal kommen. Da fährst du zum Rathaus, räumst da erstmal die ganze Zeit durch die Gegend, weil du keinen Parkplatz bekommst, parkst dann kilometerweit weg, läufst dann dorthin, was auch total schön ist, durch die Gelnhäuser Berge zu laufen, überhaupt nicht anstrengend, und wirst dann weggeschickt, weil die Person, die da ist, keine Lust hat, diese Sache zu machen, und schickt dich wieder weg. Und ich hatte mir diesen Antrag, den konnte ich mir vorher schon im Internet angucken. Ja, so modern ist die Stadt mittlerweile. Man kann den Antrag im Internet angucken, aber kann den da nicht ausfüllen.
Ich frage mich halt wirklich, für was man diesen Personalausweis mit Online-Funktion hat. Aber gut. Da waren eigentlich nur zwei, drei Sachen zum Ausfüllen. Und die Person hat sich geweigert, diese zwei, drei Sachen auszufüllen. Das heißt, ich bin dann verärgert wieder weggegangen und bin dann, nachdem die andere Person wieder da war, wieder hingefahren. Und dann war das wirklich innerhalb zwei Sekunden erledigt, weil es waren nur diese zwei Sachen zum Ausfüllen. Das ist halt dann wirklich auch schön. Deswegen ist halt immer, ich bin halt auch immer beim Termin ausmachen oder so lieber vor Ort. Als irgendwie anzurufen und dann wirst du hingeschickt und dann wird es am Ende nicht gemacht, weil die Person keinen Bock hat. Da hatte ich ja echt schon mal, ich weiß nicht, hatte ich schon mal erzählt? Da war ich dann auf dem Gewerbeamt, wollte die Sache wegen YouTube anmelden. Ja, musst ja, ob du jetzt ein Hauptgewerbe oder Nebengewerbe machst, musst du ja beim Gewerbeamt anmelden. Ist ein Papierkram, ist in zwei Sekunden erledigt bei der Stadt. Ist gar kein Thema, könnte man auch locker irgendwie im Internet abschließen, aber die Stadt ist halt da noch nicht so modern. Ja, da muss man ja noch Rauchzeichen machen und Brieftauben losschicken. Und es sind eigentlich halt wirklich nur zwei Sachen zum Ausfüllen. Es ist wirklich ein Antrag, den kann jedes Kind ausfüllen. Ist gar kein Thema. Schwierig ist es dann beim Finanzamt, aber beim Gewerbeamt ist es gar kein Thema. Aber dann musst du den Leuten erklären, was YouTube ist und musst denen erklären, wie man damit Geld verdienen kann. Ah, ich sehe gerade da drüben. Ah, stimmt, ich brauche den Feuerwehrkran. Ich habe die eine Person da hinten voll übersehen. Entschuldigung. Ich habe die Person da hinten voll übersehen. Die unter dem Fels. Upsi. Da war ich schon so ein bisschen schockiert. Ich meine, die Frau, die steht vielleicht kurz vor der Rente, aber trotzdem, ich muss doch wissen, was YouTube ist. Da ist doch, kennt doch jeder. Und wie man mit sowas Geld verdienen kann, das weiß doch auch jeder. Warum muss ich mich dann da hinstellen und muss das stundenlang erklären? Das Problem war, ich sollte ihr, also für den Antrag war das war ja nicht mal wichtig. Das war für eine Statistik von der Stadt. Sollte ich genau erklären, was ich mache und wie man damit Geld verdient. Und diese Frau hat es dann nicht hinbekommen, das irgendwie gescheit einzustufen, einzuordnen. Und das war eine Katastrophe. Da saß ein Kollege dann bei der Frau gegenüber, der hat auch nur sich einen abgegrinst, während ich versucht habe, irgendwie mir da was zurechtzustammeln, damit die Frau das versteht. Weil mit Werbung im Internet Geld verdienen, wie geht denn das? Was ist YouTube? Hallo, die arbeitet auf dem Gewerbeamt. Die muss doch sowas wissen, wie man... Egal. Ämter, was will man da machen? So, okay. Dann befreien wir die Person gerade mal aus dem Auto raus, während der Feuerwehrkran noch auf der Anfahrt ist. Ich packe mir der Polizei gerade mal hier hinten. Ja, aber da habe ich schon wieder an den Ämtern gezweifelt. Das mache ich sowieso oft. Okay, der Stördienst kann eigentlich weg. Wir haben ja noch einen gebrochenen Arm reinbekommen. Da schicken wir auch mal einen Rettungswagen hin. Da habe ich die eine Person unter dem Felsen übersehen. Hab nur aufs Auto die ganze Zeit geachtet. Weil ich so im Erzählen war, habe ich das wieder nicht wahrgenommen. Naja. Das ist mal wieder beim Thema. Mehrere Sachen auf einmal machen. Ach ja. Nee. Angeblich können Frauen ja Multitasking. Ich meine, ich kenne viele Frauen, die das behaupten. Die machen aber halt dann alles falsch. Statt eine Sache richtig. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich kann auch Multitasking machen, aber dann ist halt alles falsch, was ich mache in dem Moment, weil nichts richtig durchdacht ist. Oder ich mache halt eine Sache richtig. Das ist halt so die Sache. Ja, Multitasking an sich kann jeder, aber dann geht halt vieles nach hinten los. Also, so kenne ich das persönlich. Naja. Gut, ich sollte vielleicht auch mal einen weiteren Rettungswagen rausschicken und vielleicht nochmal einen NEF. Könnt ihr Multitasking und mehrere Sachen richtig und korrekt machen oder ist das bei euch dann auch eher so eine Sache richtig und mehrere Sachen gleichzeitig dann alles falsch oder so? Naja. Okay, da war es gut, dass der Notarzt schon vor Ort ist. Bei der anderen Person wird es, glaube ich, bald knapp, wenn der Kran nicht bald mal da ist. Er ist aber schon auf schöner Anfahrt, hat aber echt noch einen weiten Weg vor sich. Das ist natürlich echt kacke. Ich habe das halt komplett übersehen gehabt. Ich habe das halt komplett übersehen gehabt. So, weiter, der Rettungswagen rollt raus aus der Wache 2. Ich wollte jetzt ein schönes Bild von machen, aber dadurch, dass halt die Ghost-Modelle eingeblendet sind,
wird das nicht schön. Deswegen warten wir noch, bis die Fahrzeuge da sind. Ich meine, Rettungswagen, der ist ja schon... Der steht im Gebäude drin hier, oder? Er hat den Weg zur Straße nicht gefunden. Na komm, auf ein neues. Bewegt sich die Frau noch? Die bewegt sich noch. Ach, da geht's gut. Der Kopf guckt noch raus. Oh, das muss Horror sein. Aber wenn ich so dran denke, Erdbebengebiete, wenn Leute da verschüttet sind, aber noch am Leben und nicht wirklich verletzt, sondern einfach nur verschüttet sind, sich nicht bewegen können. Und das manchmal über Stunden, manchmal über Tage. Stellt euch einfach mal vor, ihr könnt eure Arme nicht bewegen, eure Beine und euren Körper nicht bewegen. Ihr könnt euch nicht befreien. Wickelt euch einfach mal komplett in eine Decke ein und es muss der Horror sein. Also ich weiß nicht, entweder, ich glaube, entweder wird man vor Panik irgendwie ohnmächtig werden und dass der Körper so eine Schutzfunktion geht, oder man verfällt da doch so in eine Panik. Das will man sich gar nicht vorstellen. Richtiger Horror. So, okay, die Stützen werden ausgefahren. Ich muss gerade den Rettungswagen mal umparken, weil sonst steht er wieder mitten im Kran drin. Machen wir doch einfach mal so ein Foto. Ah, da kommt der Notarzt. Dann ist das andere Ghost-Modell auch weg. Perfekt. Gut. Ja, die Fahrzeuge stehen jetzt nicht schön geparkt da, aber ich glaube, das Bild ist ganz schön. Oder ganz cool. Momentan passieren ja sowieso viele Dinge auf der Welt. Ich habe jetzt mitbekommen, dass irgendwie in Afrika sich der Kontinent anscheinend aufspaltet. Oder sich am Rand abspaltet und da ein extra, in Anführungszeichen, Land jetzt entsteht. Dass da ein Graben entsteht, dass das Land auseinandergerissen wird. Eigentlich hochinteressant, aber natürlich auch hochbrenzlig. Aber irgendwie krass, dass... Das ist ja so irgendwie merkwürdig, wenn man so bedenkt... Die Erdoberschicht besteht ja quasi aus mehreren Platten. Und die sind ja immer in Bewegung, die schwimmen ja. Die schwimmen ja quasi auf Magma oder so. Und es ist sowieso auch irgendwie krass, wenn man bedenkt, dass alle Länder und Kontinente, die es jetzt gibt, eigentlich mal nur ein Land war. Und die dann auseinandergerissen wurden und so die verschiedenen durchs Meer getrennte Länder entstanden sind. Und jetzt, wie gesagt, spaltet sich halt auch anscheinend bei Afrika einen Teil vom Land ab. Ich meine, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also ich bin schon 30 Jahre, wenn ich nochmal 30 lebe, dann ist es schon viel. Aber sowas geht ja nicht von heute auf morgen normalerweise. Aber wobei, man weiß halt nicht, wenn es halt mal einen riesen Ruck gibt, ein heftiges Erdbeben, weißt du nie, wie weit die sich das da alles auseinander getrennt hatten, ob das Meer dann da direkt einfließt und so weiter und so fort. Aber es ist schon irgendwie krass, dass die Erde immer so in Bewegung ist. Notarzt. Gehen wir da zu der Frau hin, die war jetzt lang genug unter dem Felsbrocken eingeklemmt. Wir können dann auch mal den Abschlepper rufen. Ich habe auch jetzt die Tage, wo ich so ein bisschen frei hatte, dermaßen viele Dokus wieder geguckt. Ich feiere einfach Dokus. Ich gucke das total gerne, so ein Zeugs. Übrigens, falls jemand interessiert, Montag, 24. Juli ist heute Aufnahmedatum. Zweite Aufnahme nach den etwas freieren Tagen. Gut, wir brauchen hier Notarztbegleitung, dann kann der gerade mal mit. Ich liebe ja Dokus irgendwie über das Universum. Oder über die Erde, oder über den Mond, über die Planeten. Ich finde es hochinteressant. Oder auch sehr viele Dokus habe ich mir angeguckt über Atome, Teilchen, so ein Zeugs. Ich finde es einfach cool, gucke ich mir total gerne an. Ich finde das total interessant. So, aber die Frau kommt auch durch. Was hat die gut denn? Polytrauma. Okay, dann schicken wir den Rettungswagen gerade mal weg. Dann können die mal Platz tauschen. Beziehungsweise vielleicht kann der sich sogar hier ein bisschen vordrängeln. Auf dem Bürgersteig. Abschlepper ist gerufen. Das heißt, der Polizist kann eigentlich auch mal zu seinem Fahrzeug zurückgehen. Mehr können wir hier nämlich eigentlich nicht machen. Die Feuerwehr ist eigentlich auch schon fertig. Wir haben noch den gebrochenen Arm. Da können wir uns auch mal gerade drum kümmern. So,
Ich habe keine Ahnung, wo der Rettungswagen hin ist. Da ist er hingefahren. Ja, ist ja fast da, wo ich hingeschickt habe. Aber nur fast. Den Kran habe ich jetzt auch schon mal weggeschickt. Dann können wir die Straße hier fast schon mal frei machen. Jo, die Position passt doch. Ich glaube, auf Island ist ja auch momentan wieder ein Vulkan ausgebrochen. Das fand ich auch interessant. Und über Monsterwellen habe ich mir auch was angeschaut. Früher Seemannsgarn, heute erwiesen, dass es solche Monsterwellen gibt. Das ist ja irgendwie auch krass, wenn du so bedenkst, bist du vielleicht gerade mit deinem Schiff in einem Sturm drin, hast schon 10 Meter hohe Wellen und auf einmal kommt so ein 20 Meter hohes Biest an oder ein 25 Meter hohes Biest. Es ist schon Wahnsinn, was für Schäden diese Schiffe dann auch haben, wenn die so eine Welle abkriegen. Was da eine Wucht und Energie dahinter steckt. Wahnsinn. Ich persönlich würde auch total gerne mal eine Kreuzfahrt machen, ganz klar. Wäre mir lieber sogar als fliegen. Aber wenn man halt dann so Sachen hört wie 25 Meter hohe Wellen oder so, dann wird es hier anders. Und dass dann auch einfach mal so ein riesen Kreuzfahrtschiff einfach mal umkippen kann. Ist schon krass. Ich meine, ich würde trotzdem eine Kreuzfahrt machen, weil ich es einfach cool finde. Ja, da kommen vielleicht jetzt Umweltschützer wieder um die Ecke gesprungen und sagen, ja, ganze Umwelt, alles kaputt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir wieder viele Dokus über CO2 und so angeschaut und muss sagen, eigentlich dieser Klimawahnsinn, was hier in dem Land läuft, der ist schon echt nicht mehr normal. Das ist schon echt nicht mehr normal. Das ist einfach nur noch krank und... Aber gut. Ich fand es auch interessant. Während dem Urlaub haben sich ja irgendwelche Leute, irgendwelche, denkgestörten Leute haben sich ja auf Flugplatzgelände draufgeschlichen und haben sich auf die Start- und Landebahn geklebt. Erstens frage ich mich, wie kann das sein? Ich meine, klar, du kannst als Sicherheitskraft nicht den kompletten Flughafen überwachen. Das ist schon mal verständlich. Aber andererseits frage ich mich, warum gibt es da keine Bewegungssensoren oder sonstige Sensoren, die erkennen, wenn jemand über den Zaun springt oder den Zaun kaputt schneidet oder... Keine Ahnung. Da muss es doch irgendwas geben. Kann doch nicht sein, dass ich mich einfach als Person durch einen Flughafenzaun durchschneide und dann auf eine Startbahn oder Landebahn renne. Und dann mich noch anklebe. Ich habe aber jetzt gehört, dass ein paar Personen anscheinend dadurch, dass sie sich einbetoniert hatten oder keine Ahnung angeklebt hatten, mit irgendwelchen speziellen Klebern jetzt die Amputation von diversen Gliedmaßen droht. Wenn ich jetzt sagen würde, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich ein bisschen gegrinst, wäre wahrscheinlich ein bisschen gemein, oder? Aber ich verstehe halt nicht, wie man so dumm sein kann, auch gerade fest betonieren. Beton ist ja eigentlich auch ein chemischer Stoff, wo auch Verätzungen ergeben kann und so weiter und so fort. Oder Kleber. Ich als normal denkender Mensch, als gesund denkender Mensch, klebe ich mich doch nicht irgendwo an. Ich finde es immer wieder interessant. Ich würde mich ja extrem gerne mit so einem Klimakleber mal unterhalten. Um zu erforschen, ob dieser Mensch wirklich irgendwie im Kopf krank ist oder ob er einfach nur irgendwie mit den falschen Leuten abgehangen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich würde, also so als normal denkender Mensch, also ich denke mal, dass ich einigermaßen normal denken bin, kann sowas halt null nachvollziehen. Null verstehen. Das Einzige, was man halt mit diesen Aktionen auch erreicht, ist, dass man Menschen auf den Sack geht und immer mehr damit rechnen muss, dass irgendeiner mal von denen überfahren wird. Da wurde ja auch, glaube ich, ein LKW-Fahrer suspendiert oder gefeuert, weil er Klimaprotestanten mit seinem LKW von der Straße geschoben hat. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, ich kann den LKW-Fahrer verstehen, dann ist es vielleicht ein bisschen falsch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich, weil erstens ist es ja eigentlich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ja, sich einfach auf die Straße stellen und hoffen, dass die Autos abbremsen, ist ja schon mal nicht ganz so schlau. TH1, auslaufende Betriebsstoffe. Wenn ich mich auf eine Straße setze, muss ich auch damit rechnen, dass mich irgendein Autofahrer übersieht. Theoretisch. Muss ich auch mit rechnen, dass ich überfahren werde. Wenn ich Leute, die ins Krankenhaus müssen oder eine Person dabei haben, die sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen müssen, dass die dann aussteigen und ausrasten und dich vielleicht zusammenschlagen, muss man mit rechnen.
Ich kann halt dann auch immer so Kommentare irgendwie nachvollziehen, wenn die Polizei dann schon vor Ort ist, aber nichts macht. Und dann die Leute in die Kommentare schreiben, was macht die Polizei eigentlich beruflich? Kann ich auch verstehen. Dass man da auch einen Hass gegen die Polizei kriegt, kann ich verstehen. Weil eigentlich ist die Polizei dafür da, dafür zu sorgen, dass der Straßenverkehr laufen kann und dass alles geordnet abläuft und dass niemand einfach Straßenverkehr blockiert. Ja, jetzt kommt man vielleicht rum mit dem Demonstrationsrecht, aber eine Demonstration muss ja auch vorher angemeldet sein. Wenn ich mich da ohne Anmeldung auf die Straße setze mit Plakaten oder mich anklebe, dann ist es ja eigentlich eine Sachbeschädigung, weil die Straße ja meistens zerstört werden muss. Zweitens, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Drittens, tut man halt noch tausend Leute von ihrem Berufsleben abhalten, die vielleicht auch noch ihren Job verlieren oder Probleme kriegen oder. Das heißt, ich denke mal, die Polizei würde da bestimmt viele, viele Straftaten zusammenbekommen. Aber das Einzige, was die Polizei macht, ist, dass die Polizei gegen die Leute vorgeht, die sich über diese Straßenkleber aufregen. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Leute in die Kommentare schreiben, was macht die Polizei eigentlich beruflich. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Wenn du dann halt so Videos siehst, heutzutage wird ja alles gefilmt. Wenn man halt wirklich sieht, dass die Leute sich noch nicht angeklebt haben und dann kommt die Polizei an und dann bringt die Polizei erstmal die aufgebrachten Autofahrer zur Seite, während sich die Leute gemütlich Kleber an die Hand schmieren und sich an die Straße pappen. In anderen Ländern würde die Polizei angefahren kommen, würde die wahrscheinlich noch selber mit dem Auto eigenständig überfahren und würde die verletzten Personen dann von der Straße schleifen, damit der Verkehr weiterfließt. Ich meine, das wäre vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Andere Länder greifen da einfach hart durch. Die kommen da angefahren, die springen aus ihrem Auto raus und ziehen die einfach von der Straße. Aber hier in Deutschland ist es halt so, irgendwie, dass die Polizei ankommt und tut erstmal die Autofahrer zusammenkacken, die diese Vollpfosten, die sie auf die Straße geklebt haben, gerade ankacken. Das ist halt alles ein bisschen merkwürdig. Wobei, es gab ja auch in Deutschland ein Video, da wollten sich Leute, glaube ich, auf die Autobahn kleben. Da kam auch die Polizei angerast, da ist auch ein Polizist rausgesprungen aus dem Auto, hat die einfach geschnappt und hat die von der Autobahn gezerrt. Und ist ja auch korrekt so, weil eigentlich die gefährden ja nicht nur sich. RD, hypertensive Krise. Wenn du da jetzt angepetzt kommst mit 100 Sachen und plötzlich ist da irgendwie jemand auf der Straße, du machst vielleicht ein Ausweichmanöver oder sonst was und baust vielleicht dadurch einen schweren Unfall. Das ist nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze noch weitergeht, aber ich fand es halt wieder so schockierend, als ich gehört habe, dass sich so Leute einfach irgendwie Zutritt zu einem Flughafengelände verschaffen konnten. Und ich meine, so Flughafengelände, die sind ja nicht klein. Du musst ja erstmal dann auf die Startbahn kommen. Naja. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr hochinteressant. Ich würde mich extrem gern wirklich mal mit so einer Person unterhalten. Ich meine, es gab ja im Fernsehen mal so ein Interview mit irgendeiner Rottenführerin. da hast du halt schon wirklich gemerkt, dass die wirklich Panik haben, dass sie die letzte Generation sind. Und danach der Planet kaputt ist. Ich glaube, man kann eins sicher sagen, der Planet wird länger leben als die Menschen. Um das schon mal zu sagen. Und diese Person hat halt total panisch im Fernsehen gesprochen und hat halt eigentlich gar keine Argumente vorbringen können. Also es ist schon wirklich gruselig. In was für einen Wahn so Leute sind. Und dass die dann halt noch frei rumlaufen können, finde ich auch gruselig. Aber gut, meine Meinung halt. Hat jeder seine andere Meinung wahrscheinlich, aber ich persönlich kann es halt null nachvollziehen. Null. Aber klar, man wird halt auch im Fernsehen, muss man halt auch wirklich sagen, man wird halt auch im Fernsehen dauernd mit irgendwelchen Ängsten, Paniken, Falschmeldungen konfrontiert. Genauso wie jetzt mit den Bodentemperaturen, wo als normale Lufttemperatur ausgegeben wurde von den ganzen Nachrichtenseiten, von den ganzen Nachrichtensendern. Wurde ja gesagt, ja, so und so viel Grad jetzt wird erwartet, ja, Hitzewelle, komplett brutal, wir werden alle sterben. Und was hat sich rausgestellt?
Die Daten waren von der ESA und es waren die Bodentemperaturen. Und dass die Bodentemperaturen immer viel mehr sind als die Lufttemperatur, ist, glaube ich, auch jedem klar. Jeder, der schon mal barfuß über eine Straße gelaufen ist oder über einen Weg, weiß, dass die Bodentemperatur, wenn die Sonne dann den ganzen Tag draufballert, wärmer ist als die Lufttemperatur. Und das wurde halt ausgegeben von allen möglichen Nachrichtenkanälen, Nachrichtenseiten, Fernsehsendungen als, Klimawahn. Als Klimaerwärmung und was weiß ich, was ja eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun hatte. Und da gibt's auch keinerlei Richtigstellung, dass das irgendwie ein Fehler von denen war oder so. Nee. Das bleibt einfach jetzt so. Und Leute, die da halt gutgläubig sind, die glauben das und dann verfallen die immer mehr in Panik. Oh Gott, dieses Jahr schon wieder so viel Grad wärmer geworden auf der Erde. Wir müssen sofort was machen. Wir werden alle sterben. Hat halt leider nichts mit der Realität an sich so zu tun, sagen wir es mal so. Klar, dass das Wetter sich ändert, klar. Aber man muss halt auch sagen, die Erde ist halt, oder es ist halt, man kann es nicht so machen, dass sich nie mehr was auf der Erde ändert. Es wird sich immer das Wetter ändern, es wird sich immer das Klima ändern. Die Rotationsgeschwindigkeit von der Erde wird sich auch ändern, die ändert sich ja auch. Die Mondentfernung ändert sich ja auch zur Erde. Es ist alles in Bewegung, es ist nichts, was immer gleich bleibt. Es wird sich immer was ändern. Und ob da jetzt der Mensch dran schuld ist oder nicht, der Mensch ist, glaube ich, nur so ein kleines Pünktchen auch im ganzen Universum, da... Ich weiß es nicht. Da gibt es viel mehr Naturphänomene, die so Sachen viel schlimmer machen, als, glaube ich, die Sachen von Menschen. Klar, man kann natürlich als Mensch trotzdem darauf achten, dass man das alles ein bisschen reduziert mit dem Treibhausgas und was weiß ich. Wobei Treibhausgase ja auch so ein Begriff ist, haben nur die Medien erschaffen. Treibhausgase an sich gibt es in der Chemie, glaube ich, gar nicht oder in der Physik. Irgendwas war da, habe ich letztens auch gehört. Ist alles schon so ein bisschen merkwürdig. Aber gut, natürlich lässt sich mit so einer Sache richtig gut Geld verdienen. Das ist halt die Sache, wo der Staat drauf aus ist, Geld verdienen mit. Und solange es halt noch viele Leute alles irgendwie glauben, dass das so ist, dann... Jo. Ich meine, wenn man auch so ein bisschen drüber nachdenkt... wird einem vieles klar, auch wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, zum Beispiel... Wie hieß dieser Mensch, der nochmal eingefroren war unter den Gletschern? War das Ötzi? Bin mir nicht mehr sicher. Diese Mumie, was man da quasi gefunden hat, eingefroren im Eis. Das sagt einen ja auch, da war früher kein Eis. Da ging früher ein ganz normaler Weg über die Alpen drüber, oder was weiß ich, wo der gefunden wurde, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Da ging früher ein ganz normaler Weg entlang. Dann kam die Eiszeit. Jetzt sind wir aktuell an einem Ende der Eiszeit. Irgendwann wird wieder eine Eiszeit kommen. Dass es am Ende einer Eiszeit wahrscheinlich wärmer wird auf dem Planeten, ist auch klar. Außerdem befinden wir uns auch noch in einer erhöhten Sonnenaktivität. Ja, alle so und so viele Jahre ist ja die Sonne immer besonders aktiv und so weiter und so fort. Und dadurch kann es auch zu mehr Wärmeausstrahlung von der Sonne kommen und was weiß ich. Und alles sehr komplex. Es gibt so viele Gründe, eigentlich... die gegen diesen Klimawahn sprechen. Ich meine, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass die Menschheit sich einfach darauf ausruhen soll und weiter so Dreck in die Umwelt pusten soll. Nö, das ist nicht so. Je mehr man natürlich auf die Natur achtet, desto besser ist es. Aber halt dieses von jetzt auf gleich alles so erzwungen und ja, wir werden alle morgen sterben. Und wenn man mal ehrlich ist, jeder von uns wird mal sterben. Also, warum diese Panik? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Naja, haben wir in der Folge genug über komische Themen geredet. Jetzt schon wieder 40 Minuten über irgendeinen Kack geredet. Ich will da eigentlich gar nicht so drüber reden. Aber irgendwie kommt man halt doch immer wieder drauf. Und ich find's auch eigentlich auch hochinteressant. So. Das haben wir alles erledigt. Ich hab die Polizei schon weggeschickt. Ich brauch doch noch einen Abschlepper. Mann. Wenn man wieder im Gedanken ist. Wir haben aber auf jeden Fall das Leck abgedichtet. Wir haben alle Ölspuren beseitigt. Das ÖSF kann wieder einrücken. Und die Polizei ist jetzt gerade wieder auf dem Weg hierher zurück. Und dann rufen wir noch den Abschlepper und dann würde ich sagen, komm mal langsam ans Ende der Folge. Ich glaube, den Abschlepper brauchen wir nicht mehr abwarten. Weil da passiert ja nichts mehr. Ich tue jetzt nur noch alarmieren, damit es komplett ist. Dann haben wir den Einsatz auch komplett abgeschlossen. Genau, wir sehen das grüne Symbol. Abschlepper ist alarmiert. Und ja, dann würde ich sagen,
sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Gerne auch euren Senf dazu in die Kommentare geben, würde mich mal sehr interessieren, wie ihr darüber nachdenkt, über das alles. Ja, gerne auch den Kanal, habe ich schon gesagt, abonnieren? Ich weiß gar nicht mehr. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, gerne den Kanal auch mit der Mitgliedschaft unterstützen, würde auch sehr weiterhelfen. Und Discord-Server ist auch vorhanden. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy. Das ist der Abschlepper. Tschüss.